gegen solchen Urteile, weil das iranische Regime ist kein legitimes Regime, sondern sie versuchen, dass alle Menschen, die auf die Straße kommen, auch die politischen Gefangenen, die für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben, ایرانیان جمع شدند تا در شنبه های اعتراضی فرانکفورت شرکت کنند و با صدای بلند فریاد بزنند زن زندگی آزادی نه به اعدام. Dass sie eine Terrorbande, die in ganzer Region Unruhe gestiftet hat. Der Iran, das Volk hat mit dem dieses Regime nichts zu tun, sondern der Krieg, das iranische Regime ist gegen Wille des iranischen Volkes. Andere Wahl als mit des, gegen dieses Regime. Und ihre Handlagen und Lobbyisten, dass sie unterwegs sind, dass sie auch anderes Bild über Iran zeigen wollten, zu kämpfen haben. Seit dem Tod von Mahsa Jina Amini im September 2021, Regime der Islamischen Republik Iran unter Vorwand der Durchsetzung, der fordern wir, dass die Bundesregierung auch in der Richtung zu handeln. Wir erwarten, dass die Bundesregierung auch Stellungnahme bezieht über die aktuellen Hinrichtungen im Iran. Heute sind 8 anderen Menschen, anderes Religion denkende Menschen in Südost-Iran festgenommen worden. Und das ist eine Verantwortung, dass sie auch der Weltgemeinschaft damit zu tun hat. Weil wir setzen uns für die freie Meinungsäußerung im Iran, für Demokratie und Menschenrechte. Wir laufen auf die Straßen und auch Kundgebungen und sagen, unser Manifest ist Frau, Leben, Freiheit für die Einsetzung neuer Situation im Iran. Weil dieses Regime muss gestürzt werden mit der Unterstützung von